Und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist das Wort für den Christtag, den wir heute in unserer Lutherrosenkirche in Nötzsch feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter den Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet ihn an in heiligem Schmuck. Wir werden stille vor Gott. Gott, du wohnst unter uns, aber so oft sehen wir deine Herrlichkeit gar nicht. Wir sehen so viel Negatives, so viel Bedrückendes, so vieles, was nicht in Ordnung ist. Und so übersehen wir auch leider oft die schönen Seiten. Wir vergessen zu schnell die kleinen Dinge, die uns das Herz aufgehen lassen. Gott, zu Weihnachten machst du dich ganz klein, damit wir wieder mehr auf das Kleine Acht geben. Und so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich unser. Und Gott hat Erbarmen mit uns. Er schenkt uns seine Liebe. Er schenkt sich uns in diesem Kind in der Krippe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott, wir danken dir für alle alten Menschen und alle Jungen, die an diesem Kind in der Krippe Feuer gefangen haben. Gott, wir danken dir, dass du in diesem Kind unsere hohle Welt von innen her mit Sinn wieder erfüllt hast. Gott, wir danken dir für alle Träumer und alle Esel und alle Engel. In diesen neuen gefährdeten Leben, die diesem gefährdeten Leben zur Flucht verholfen haben und auch heute noch wachsam und mitfühlend sind, diese Träumer, Esel und Engel. Darum preisen wir dich mit all den Engeln und sprechen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Lasst uns beten. Gott, lass uns nicht resignieren, wenn wir sehen, dass das Kind, das du zum Maßstab unseres Lebens gemacht hast, klein gehalten und nicht wahrgenommen wird. Gott, lass uns nicht resignieren, sondern lass uns auch in dem neuen Jahr wieder ein Stück mit diesem Kind in der Krippe älter werden und wachsen. Lass uns von Jesus lernen, wie das Leben auch anders gehen kann. Dies bitten wir im Namen Jesu, deines eingeborenen Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen. Als Lesung hören wir, wie die Weihnachtsgeschichte von Lukas 2 weitergeht. Ich lese die Verse 15 bis 20. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich,
ob dieser Rede. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leucht und dein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Miteinander bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus dem Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 52. Da heißt es: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündet, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Soweit das Wort der Schrift. Herr, segne du unser Reden und unser Hören mit deinem Geist. Amen. Ja, ihr Lieben, Weihnachten 2020. Vom Winterschnee haben wir schon gesungen bekommen von der Sonja und ihrer Tochter Carmen. Draußen schneit es jetzt
Und es ist eine besondere Zeit, die wir momentan erleben. Hier, wo ihr heute auch handverlesen hergekommen seid, weil doch sehr viele schon ein bisschen früher mit dem Lockdown beginnen, der offiziell morgen losgeht. Wir werden auch ab morgen hier in unserem Gemeindegebiet keine Gottesdienste mehr feiern. Bis 17. Januar voraussichtlich. Wir werden sehen, wie lange es dann wirklich sein wird. Dieses Jahr ein ganz eigenartiges Jahr und dieses Weihnachtsfest, wo wir schon Ostern uns auf uns selber hauptsächlich geworfen waren und gefeiert haben. Und jetzt auch dieses Weihnachtsfest so anders, sodass wir schauen müssen, was können wir dazu tun, jeder Einzelne, jede einzelne Familie, dass es doch ein gelingendes Fest wird. Gesegnete Weihnachten wünschen wir uns immer. Und wo spüren wir wirklich den Segen? Wo merken wir es, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er sich nicht in seinen Himmel zurückgezogen hat und hat gesagt, jetzt sollen Sie mal selber machen, Sie haben sich einiges eingebrockt. Wo spüren wir die Hilfe und die Barmherzigkeit und die Liebe, von der wir ja immer in den Kirchen reden? Die Liebe Gottes, die Hand und Fuß bekommen hat in diesem kleinen Neugeborenen in der Krippe. So sagen wir. Und wo merken wir es wirklich? Ihr Lieben, ich habe in einem Adventkalender Anders, der aus Hamburg vom Rauen Haus kommt, eine mutmachende Geschichte gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte. Ein Zeichen, wo ein Mensch versucht, ein Zeichen zu geben und es dann von mehreren aufgenommen wird und eine, ja, fast sogar eine Institution dann wird. Nicht nur eine Bewegung, die kurz da ist, sondern etwas, was jetzt ständig dort zu sehen ist und zu spüren ist. Und zwar geht die Geschichte von Steve Brosnian aus, aber ihr hört, in einem Kinderkrankenhaus in Providence, der Hauptstadt des USA-Staates Rhode Island, gibt es ein besonderes Ritual. In dem Kinderhospital versammelt sich jeden Abend um Punkt 8.30 Uhr, also 20.30 Uhr jeden Abend, sämtliche kleinen Patienten hinter der großen Fensterfront des Krankenhauses und warten auf die guten Nachtlichter der Stadt. Kein Abend vergeht, an dem die Kinder nicht dieses Lichterspektakel erleben. Sogar Restaurants, Hotels und die nahegelegene Universität machen mit. Punkt 20.30 Uhr Ortszeit machen sie eine Minute lang ihre Lichter an und aus. Auch die Feuerwehr und die Polizei machen mit. Alle Autofahrer, die unterwegs sind und alle, die eine Taschenlampe oder sonst eben eine Leuchte mit dabei haben, machen mit. Schicken den Kindern einen Gruß in der Nacht. Eine kleine Geste, die zeigen soll, wir denken an euch. Werdet schnell wieder gesund. Das Leben und die Stadt und wir alle warten auf euch. Dieses Schlafanzug-Event steht hier für kranke Kinder, ist dem Cartoonisten, also der Cartoons malt, Steve Brosnian zu verdanken. Nachdem dieser, wie so oft, den Abend im Krankenhaus verbracht hat, um den Kindern, also jedem, der es möchte, so einen Cartoon zu zeichnen, einen eigenen Cartoon zu zeichnen, fuhr mit dem Fahrrad nach Hause wieder und nach einiger Entfernung vom Krankenhaus hat er seine Stirnlampe angemacht, damit er eben genug sieht mit seinem Fahrrad und auch gesehen wird. Und er dreht sich um und schaut in die Fenster von der Klinik und sieht da eben noch einige Kinder an den Fenstern stehen und denkt sich, ja, und die bekommen jetzt ihre Medikamente und die putzen die Zähne und werden schön zugedeckt. Und plötzlich kommt ihm die Idee, dass wenn er die ja sieht, dass sie ihn vielleicht auch sehen und macht eben seine Stirnlampe an und aus und hat es auch einigen anderen erzählt
Und es kam das Echo aus dem Krankenhaus zurück. Und so hat sich dieser Brauch dann langsam fortgesetzt. Und bis heute ist das so in dieser Hauptstadt von Rhode Island, dass gegenseitig diese Lichtsignale gesendet werden. Und es ist ein Zeichen, dass man weiß, die Leute draußen, die gesund sind und draußen sein können, außerhalb des Krankenhauses, denken an uns und umgekehrt. Also es ist diese Verbindung da. Die Kinder antworten auf die Lichter mit Taschenlampen, sie grüßen zurück, jeden Abend, bevor sie zu Bett gehen. Für mich eine schöne Geschichte, und wir haben ja auch zu Corona-Zeiten am Anfang gehört, wie die Leute auf den Balkons stehen und singen und musizieren und wie einige in Videos machen und die zusammenschneiden und die eben immer wieder auch verteilt werden. Und dass Leute, aber ich glaube, es hat sich schon ein bisschen aufgehört wieder, dass Leute eben den Kassiererinnen applaudieren und sagen, danke, dass ihr für uns die Arbeit macht, wo ihr wirklich vielen Menschen in Berührung kommt oder eben ja, viele Menschen zu sehen bekommt. Aber bei uns hat sich, glaube ich, schon wieder ein bisschen verlaufen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der Gutes predigt, der der Stadt sagt, dein Heil kommt. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen diese Friedensboten dringender als sonst. Die Menschen, die im Krieg leben, sowieso, aber auch wir brauchen die Menschen, die uns Gutes verkündigen, die Heil zusagen und nicht noch weiteres Unheil. Wie viel kann man packen? Wie viel kann man aushalten? Man sagt immer, mit der Not wachsen auch die Kräfte, und darum müssen wir auch Gott bitten, dass er uns Kraft gibt und dass er uns Zuversicht gibt und dass er uns neue Lebenshoffnung gibt. Ich wünsche uns, dass wir, so wie die Hirten, die auf dem Feld etwas Außergewöhnliches erlebt haben und nicht sagen, wir hatten da jetzt irgendwie alle gemeinsam eine Fantasie, ein Truglicht, sondern die sagen, wir wollen nachschauen, ob die Geschichte stimmt, die wir da gehört haben. Und sie gehen los und werden zu Boten, werden zu ersten Boten, einfache Leute, dass auch wir uns aufrufen lassen und zu Boten werden. Jetzt natürlich im Eingeschränkten, aber trotzdem können wir die Menschen erreichen mit anderen Mitteln als einem normalen schönen Hausbesuch, wie wir sonst hatten, oder dass man gemeinsam irgendwo hingeht. Aber ich glaube, wir dürfen nicht nachlassen, dass wir Kontakt halten, dass wir Botschafter bleiben. Und jetzt von Weihnachten her haben wir alle diese Botschaft auch vernommen. Also wir können nicht sagen, ja, das war damals und die haben das gut gemacht, bravo, ihr Hirten, sondern auch wir sind aufgerufen, die gute Botschaft weiter zu sagen. Dass Gott diese Erde liebt, dass Gott jeden Menschen liebt und dass es noch nicht vorbei ist, sondern dass es wieder ein Morgen gibt, mit Gottes Hilfe. Und dass es auf jeden von uns ankommt, dass wir diese Welt strahlen lassen und Gutes weiterhin hineintragen. Alles Gute uns allen. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Barmherziger, guter Gott, wir danken dir, dass du es wieder hast Weihnachten werden lassen. Dass du uns zurufen lässt, du bist da, du bist angekommen bei uns. Und jetzt haben wir die Bescherung. Und was machen wir damit, Gott? Was machen wir mit deinen guten Worten? Was machen wir mit deiner Zusage, dass du uns nicht aufgibst, dass du an uns glaubst? Gnädiger Gott, hilf uns, dass auch wir an uns glauben, an die vielen guten Talente, die du in einen jeden von uns hinein versteckt hast. Hilf, dass auch wir an uns glauben, dass wir Botschafter sein können für deine guten Nachrichten. Gnädiger Gott, so vieles geht in unserem Herzen herum und so viele Dinge, wo wir uns hilflos gefühlt haben, so viele Situationen, wo wir nicht mehr zu Menschen dazugekommen sind, weil wir nicht durften. Im besten Fall noch eine Glasscheibe zwischen uns, aber manchmal auch das nicht. Guter Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in dieser Welt, die jetzt so durcheinander geworden ist. Wir brauchen deinen guten, heilmachenden Geist. Und so bitten wir dich für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Sei mit ihnen und zeig ihnen ihren Weg und ihre Aufgabe. Und wir legen auch die Menschen dir ans Herz, zu denen unsere Arme nicht hinreichen, von denen wir wissen aus Fernsehen und Nachrichten und wo wir wissen, es geht ihnen gar nicht gut. Schau, dass Hilfe erwächst. Schau, dass Menschen sich bereit erklären, zu helfen und zu heilen. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt. Du bist wie ein guter Vater, so hat Jesus Christus dich gesehen. Und so beten wir mit seinen Worten gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So nehmt mit Gottes Segen in diese Tage, in diese letzten Tage des alten Jahres und mit hinüber ins Neue. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr lege sein Angesicht an das Deine und du bist im Frieden. Amen. Wir hören jetzt noch ein Stück vom Julia, dem Sohn von der Sonja und der Bruder von der Carmen, Abuja. Ich danke euch, dass ihr hergekommen seid. Danke der Claudia und der Birgit für das Schmücken von unserem Taten. Ja. Aha. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Die Wichtel haben das gemacht. Aha, die Wichtel haben das gemacht. Das ist ja noch besser. So ein schöner, zarter Tannenbaum.